Danke vielmals für die wunderschönen Lieder. Es passt so perfekt zu dem, was kommt, zu unserem Thema. Übrigens das Thema Verfolgung kommt dann in den letzten beiden Seligpreisungen noch vertiefter. Heute geht es wirklich um Gerechtigkeit, heute geht es um Hunger und Durst und wie Gott uns möchte satt machen. Es ist heute die vierte Predigt unserer Serie zu den Seligpreisungen von Jesus. Der erste Abschnitt von der Bergpredigt und ich hoffe, ihr habt das schon ein paar Mal gelesen unterdessen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lest es immer wieder mal. Matthäus 5, Matthäus 6 und 7, auch die ganze Bergpredigt. Ist wirklich unglaublich ein wichtiger Teil vom Neuen Testament, so der Start von Jesus im Wirken und was gilt in seinem Reich, was für Werte wichtig sind und was für Charaktereigenschaften für uns Christen wichtig sind, wenn wir ein glaubwürdiges Zeugnis sein für unsere Umgebung. Es ist nicht Zufall, dass gerade ein paar Verse nach diesen Seligpreisungen, Matthäus 5, 13, 16, Jesus sagt, hey, ihr seid wie eine leuchtende Stadt auf dem Berg, wo man von Weitem sieht, wo leuchtet, wo Ausstrahlungskraft hat. Und ihr seid Salz und ihr seid das Licht für die Welt. Und das hängt mit dem zusammen, mit diesen Werten, mit diesen Charaktereigenschaften, die Jesus da in diesen Seligpreisungen uns das Herz leid. Das sind andere Maßstäbe, als in der Welt gelten. Das ist so wie ein Gegenpol, wie ein Gegenprogramm, wo Jesus uns da vorstellt. Wir haben angefangen mit der ersten Seligpreisung, wo immer das Selig steht, das besondere Wort am Griechischen, das Makarios, wo man verschieden übersetzen kann. Selig, glücklich. Man kann die beglückwünschen. Die sind gesegnet. Die Armen im Geist zum Beispiel. Die, die alles von Gott erwarten. Die wirklich sagen, Jesus, ich brauche dich. Dann haben wir die zweite Seligpreisung gehabt. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Da habe ich meinen Freund eingeladen, den Martin Pfäffli. Viele von uns sind dabei gewesen bei diesem Interview, bei diesem Talk, wo er erzählt hat, wie er mit Trauer in seinem Leben umgeht und was ihn tröstet. Dass wir ehrlich sind, dass wir nicht schnell Spannungen versuchen aufzulösen, Schwieriges relativ schnell versuchen, so ein bisschen zu relativieren oder billig zu vertrösten, dass wir wirklich ehrlich anschauen und auch mittrauern, mit Leuten mittragen, die es schwierig haben. Der Daniel letzten Sonntag, selig sind die Sanftmütigen, war sein Thema gewesen, denn sie werden das Erdreich besitzen, sie werden das Land erben. Sanftmut als Stärke, Sanftmut als eine Eigenschaft, die Jesus uns vorgelebt hat. So eindrücklich, oder? Wie er umgegangen ist mit Menschen. Sanft, aber auch sehr, sehr mutig. Mit Profil. Wie komme ich ein sanftmütiges Herz über? Wenn ihr eine Predigt verpasst habt, schaut es doch nach auf YouTube, auf unserer Page, dass ihr so den Zusammenhang habt, was all die Seligpreisungen bedeuten. Heute also die vierte, Matthäus 5, Vers 6. Glücklich zu preisen sind die, sagt Jesus, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Sie sollen satt werden. Das ist heute also eine Predigt für Menschen, die noch nicht ganz satt sind. Ich hoffe, du bist noch nicht ganz satt. Ich hoffe, du bist noch, hast noch Hunger und Durst, noch mehr zu erfahren von dem, was Jesus dir möchte mitgeben. Noch mehr Veränderung zu erleben, auch in deinem Charakter. Die Werte, die dich leiten, die dich führen in deinem Leben. Wenn du noch nicht ganz zufrieden bist, dann ist heute genau der richtige Moment für dich, weil Jesus zu dir möchte reden, auch zu mir. Es geht darum, satt zu werden und was das bedeutet. Ich hoffe, ihr habt heute alle schon gutes Morgen gegessen. Hunger und Durst, das ist noch nicht alle, wie ich sehe. Okay, dann essen wir dann zum Mittag, das ist auch gut. Hunger und Durst, das kennen wir alle, oder? Du kommst heim am Mittag und es schmeckt schon so von der Küche und du schmeckst so, Kind schmeckt immer, wenn die Tür aufgeht und sie schmecken das Mittagessen, dann sagen sie immer, ah, heute gibt's Spätzli oder heute gibt's Herdöpfelgratin oder heute gibt's das und das und meistens haben sie recht. Und dann läuft einem so das Wasser im Mund zusammen, oder? So, man schmeckt und man freut sich drauf. Oder es gibt auch andere Momente, oder, wo man am Abend vor dem Kühlschrank steht. Der Freund, der immer Licht hat, wenn du kommst, oder? Das ist der Kühlschrank. Und dann schaust du da rein und denkst, was könnte ich mir jetzt noch gönnen? Man gönnt sich sonst nichts. Oder mit den Kindern gehe ich manchmal bei McDonald's vorbei. Haben wir noch gern so. Aber ich merke immer wieder, oder, das sättigt nicht wirklich über viele Stunden. Da hast du relativ schnell wieder Hunger und muss wieder für Nachschub sorgen. Also, wir versuchen alle irgendwo unseren inneren Hunger
die Stille. Nicht nur unseren äußeren Hunger und Durst, sondern auch unseren inneren Hunger. Und ich treffe immer wieder Leute, die das vielleicht nicht so sagen, aber die mit ihrem Leben ausdrücken, ich habe eigentlich immer noch nicht gefunden, was ich gesucht habe. Ich bin eigentlich immer noch nicht satt. Obwohl ich vielleicht Erfolg habe in meinem Beruf und der Familie habe und Freunde habe und es mir gut geht. Aber irgendwie bin ich immer noch auf der Suche. Ich möchte euch heute ein paar Verse von einem Mann mitgeben, der wirklich sehr viel Erfolg hatte. Der reichste Mann, den wir im Alten Testament davon lesen, ihr wisst, wie er heisst. Der Salomo, genau, der König. Ich will immer Salome sagen, wegen unserer Tochter, aber Salomo, genau. Der Salomo, ich habe wirklich eine Korrektur da im Manuskript, ich habe immer Salome geschrieben. Ich muss auf Salomo ändern. Der reichste, der berühmteste Mann im Alten Testament, der wirklich alles hatte. Alles. Und der Salomo hat sehr interessante Sachen geschrieben. Die Sprüche kennen wir, oder? Immer wieder ganz spannend, was so auch in unser Leben hineinpasst, obwohl das schon so lange her ist, seit er das geschrieben hat, schon fast 3000 Jahre. Er hat aber auch das Hohelied geschrieben, ein romantisches Buch. Er hat auch das Buch Prediger geschrieben. Und das Buch Prediger ist nicht so bekannt. Ich mache euch Mut, das einmal zu lesen. Ein Buch, das vielleicht im ersten Moment ein bisschen depro wirkt. So ein bisschen, hä? Wenn du das so liest, denkst du, was will er eigentlich? Und ich möchte euch heute ein bisschen drinnen nehmen, weil es hat viel mit dem zu tun, unser Thema heute, Hunger und Durst. Und was macht uns wirklich satt? Ich habe da mal ein Müsterli mitgebracht. Prediger 1,18. Hat viele Leute auch von uns, die studieren, oder? Ist aktuell. Je grösser die Weisheit, desto grösser der Kummer. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz, oder? Manchmal, wenn du studierst, merkst du, je mehr du studierst, desto schwieriger wird's. Je mehr du studierst, desto mehr Fragen hast, oder? Oder das nächste fällt mir ganz gut. Prediger 12, Vers 12. Im Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen. Es nimmt kein Ende. Mit dem vielen Bücherschreiben und das viele Lernen macht den ganzen Körper müde. Wer von uns ist am Studieren? Wer von uns kann das bestätigen? Da oben haben wir auch Studentinnen, genau. Also, du wirst müde, oder? Es ist spannend, studieren dürfen, ist ein Geschenk, aber es macht auch müde, es macht den Körper müde. Der Salomo sagt weiter, Kapitel 2, Vers 10 und 11, ich gönnte mir alles. Wir machen da mal so einen Spruch in der Familie, wenn wieder irgendein Kind etwas bestellt hat bei irgendeinem Internethändler oder so, oder etwas gekauft hat, gönnst du dir wieder, hä? Gönnst du dir wieder, du bist ja ein richtiger Gönjamin, oder? Gönnst du dir wieder etwas? Der Salomo hat sich viel gönnt. Hat es können, hat Geld gehabt. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Man könnte denken, er muss jetzt wirklich satt und zufrieden sein. Oder? Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war überglücklich. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Unmöglich, oder? Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und das finde ich so eindrücklich, wie der reichste Mann, der wahrscheinlich je gelebt hat, der alles gehabt hat, auch gemerkt hat, es hat seine Grenzen, oder? Und ich kann das nicht mitnehmen. Und es ist vergänglich. Es macht mich nicht wirklich satt. Wenn sich jemand wirklich alle Luxus gönnen konnte, dann war es der König Salomo. Er war aber nicht nur reich, er war auch weise und berühmt. Er hatte Macht, hatte Ansehen, Frieden in seinem Land. Und trotzdem hat ihn das offenbar nicht erfüllt. Hat ihn das offenbar nicht absolut zufrieden und glücklich gemacht. Und ich habe so gedacht, vielleicht hast du auch etwas Neues angeschafft, ein neues Auto, vielleicht hast du einen neuen Job, vielleicht hast du ein neues Hobby, das dir Spass macht, du hast ein cooles Studium machen, du hast eine wunderbare Reise machen, aber irgendwie merkst du gleich tief in dir drin, wenn es vorbei ist oder wenn du es hast, dann ist die Freude schon nicht mehr so gross und irgendwie kommen auch wieder schwierige Sachen dazu und das erfüllt dich nicht bis ins Letzte. Mir geht es immer wieder so. Spätestens, wenn du erst Kratzer am Auto hast, oder? Und merkst, es ist einfach vergänglich, oder? Es ist einfach vergänglich. Und mit dem müssen wir leben. Der Salomo schreibt weiter, Prediger 2, 17 und 18,
Da begann ich das Leben zu verabscheuen, als Folge von dem, dass er wie nicht genug bekommen hat. Alles Tun auf der Welt kam mir unerträglich vor, denn es ist so vergeblich, als wollte man den Wind einfangen. Das Bild vom Wind einfangen bringt er immer wieder, je nach Übersetzung klingt das ein bisschen anders. Aber immer wieder das Bild, auch mein Besitz, für den ich mich mein Leben lang abgemüht hatte, war mir verleidet. Denn ich begriff, dass ich einmal alles meinem Nachfolger hinterlassen muss. Der Salomo hat realisiert, schmerzhaft realisiert, dass er von all seinem Reichtum einmal nichts mitnehmen kann. Dass er alles muss loslassen, dass alles vergänglich ist. Und er schreibt weiter, Prediger 5, 9 bis 10, wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Ich finde das so spannend, dass ein Mensch, der so reich war, so reflektiert, was der Reichtum bedeutet, was das heisst und was auch die negativen Seiten sind von dem Reichsein, von dem alles haben. Prediger 4, Vers 8 schreibt er weiter, manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister, trotzdem arbeitet er ohne Ende, ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig. So vergeudet man nur seine Zeit. Viele Menschen um uns herum, die sich das Leben lang abkämpfen, krampfen, machen und am Schluss merken, es zerrinnt mir in den Händen. Ich kann es nicht. Ich habe letzten Sonntag mit den Teenies im Goldgräber über den Sinn vom Leben diskutiert und ich habe ihnen vom Leo Tolstoi erzählt. Viele von euch kennen den Leo Tolstoi, der bekannte russische Schriftsteller. Das ist auch so ein Beispiel. Er hat sich als Kind, er ist eigentlich christlich aufgewachsen, hat sich als junger Erwachsener vom Glauben abgewendet und hat wirklich gesagt, ich will mein Leben geniessen. Er hat alles gemacht. Er hat wirklich alles durchgelassen, was man kann. Und später ist er wirklich so berühmt worden durch seine Bücher, wo Weltliteratur wirklich sind, extremes Ansehen bekommen, hat sich der gesellschaftliche Kreis in St. Petersburg angeschlossen, hat alles gehabt, was man will, hat eine Familie gehabt, ich glaube 13 Kinder hat er gehabt, wirklich, wo man könnte sagen, jetzt, Leo, jetzt kannst du zufrieden sein. Jetzt kannst du wirklich zufrieden sein. Aber der Leo Tolstoi ist nicht zufrieden gewesen. Er hat gemerkt, nichts, was ich kann, nichts, kann ich mitnehmen? Alles wird durch die Unausweichlichkeit von meinem eigenen Tod, von meiner Vergänglichkeit, es wird alles relativiert. Und die Frage, die bis an Selbstmord, an die Grenze vom Selbstmord treiben, dass er realisiert hat, ich kann nichts mitnehmen. Ich muss alles wieder loslassen. Ich habe so vieles, aber ich kann nichts mitnehmen. Und irgendwann hat der Tolstoi realisiert, dass die einfachen Bauern in Russland aufgrund von ihrem christlichen Glauben Antworten gefunden haben auf die wichtigen Fragen vom Leben. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und warum bin ich auf der Welt? Und so ist der Leo Tolstoi wieder zurückgekommen zu seinem Glauben von der Kindheit und hat von da an, hat man auch dann an seinen Büchern angemerkt und die ganzen Krippenspiele, die er geschrieben hat, Vater Martin und all die Sachen, wo er das gefunden hat, wo er ein Leben lang gesucht hat. Nämlich eine Beziehung zu Gott, und Antworten auf die wichtigen Fragen. Er ist wirklich satt worden. Beim Salomo hat man das nicht den Eindruck, obwohl er auch mit Gott unterwegs war. Er hat, lesen wir in 1. Könige 11, 700 Hauptfrauen gehabt, 300 Nebenfrauen. Stellt euch vor, was das am Morgen war, bis die alle am Lavabo vorbei sind, oder? Das musst du dir vorstellen. 1000 Frauen. Unglaublich. Und trotzdem ist der Salomo nicht glücklich gewesen? Trotzdem ist der Salomo nicht satt worden, oder? Ja. Und bis die alle gegessen haben, stell dir das vor. Jawohl. Das habe ich noch ganz vergessen. Ja. Aber das Brutale war ja, dass ihm die Frauen nicht gut da haben. Oder? Im Alten Testament hat Gott das wie noch toleriert, dass man mehrere Frauen hat. Im Neuen Testament war das dann nicht mehr so gewesen. Da war plötzlich klar, ein Partner. Und man hat gesehen, was das für Auswirkungen hat. Man hat David gesehen, der mehrere Frauen hatte, wie ein Streit war. Ständig Konflikt unter den Kindern, unter den Frauen. Und beim Salomo war es so, dass die Frauen, die vielmals von einem anderen Land gekommen sind,
wo er geheiratet hat, zum Teil auch für Beziehungen zu pflegen mit umliegenden Ländern. Das sind die, zum Götzendienst verführt haben. Dass sein Herz von Gott weggekommen ist durch die vielen Frauen. Und es ist eigentlich unglaublich tragisch, dass ein Mann, der so gut gestartet hat, mit so viel Reichtum, mit Weisheit von Gott selber geschenkt und dann noch mit so vielen Frauen, schlussendlich nicht satt worden ist. Der Kirchenvater Augustinus hat schon vor vielen, vielen Jahren etwas ganz Wichtiges gesagt und das begleitet mich. Und ich finde, das sehen wir immer wieder, oder? Wo Menschen am Suchen sind und nicht zur Ruhe kommen, auf der ganzen Welt herumreisen, aber nicht satt werden, zu dir hin hast du uns geschaffen, Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott hat uns zur Sicherheit geschaffen. Ich habe den Teenies letzte Sonntag gesagt, das ist auch ein Vers, den der Psalm bringt in dem Predigerbuch. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heisst, jeder Mensch ist am Suchen. Jeder Mensch ist am Suchen nach Sinn, nach einem Ziel, nach Wort. Und wir suchen überall. Und wenn wir nicht bei Gott suchen, suchen wir halt bei anderen Religionen und irgendwo und strengen uns an und machen alles und geben unser Geld aus und unsere Zeit und unsere Kraft. Aber zur Ruhe kommen werden wir nur bei Gott. Weil Gott uns geschaffen hat. Weil Gott das Suchen in uns hineingelegt hat. Und es ist eindrücklich, von Leuten zu hören, die viele Jahre gesucht haben und irgendwann ans Ziel gekommen sind bei Gott und gesagt haben, jetzt habe ich es gefunden, wie der Tolstoi. Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich meine Antworten. Jetzt habe ich meinen Sinn. Jetzt kommt mein Herz zur Ruhe. Sehr, sehr eindrücklich. Du stehst vor dem Kühlschrank vom Leben und überlegst dir, was die beste Mahlzeit ist, wo dein Hunger, dein innerer Hunger und Durst kann stillen, wo dich zufrieden macht. Und Jesus sagt zu dir, was dich satt macht, was deinen Hunger stillt, ist Gerechtigkeit. Es ist Gerechtigkeit. Und das ist unser Thema heute. Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit. Interessant ist, dass der Salomo auch zu dem etwas sagt in seinen Sprüchen. Kapitel 21, Vers 21. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Und man könnte sagen, Gott, der uns gemacht hat, der uns kennt, der weiss, was uns satt macht, er bietet uns die beste Mahlzeit an, die es gibt. Und wir haben oft das Gefühl, ja, aber etwas anderes wäre doch jetzt noch besser für uns. Manchmal verderben wir uns den Appetit und verlieren unseren Hunger nach Gott. Und das ist so tragisch, wenn du Christen triffst und merkst, die haben keinen Hunger mehr, die sind so abgelöscht. Die haben die aufgehört zu suchen. Nicht, weil sie satt wären, sondern weil sie irgendwo sich den Appetit verdorben haben. Mit ungesunden Sachen. Es ist so tragisch und ich bete dafür und es ist so mein Anliegen und meine Sehnsucht, dass Jesus auch heute Morgen, auch durch die Lieder, die wir singen, die so perfekt passen, unsere Sehnsucht und unseren Hunger nach ihm immer wieder entfachen. Unser Grundhunger ist bei ihm gestillt, aber nicht unsere Sehnsucht hoffentlich, noch mehr mit ihm zu erleben, ihn besser zu verstehen, noch mehr von ihm zu lernen und zu wachsen und von ihm zu verändern zu werden. Für mich gibt es fast nichts Schlimmeres unter Christ als die geistliche Sattheit. Wo man das Gefühl hat, ich brauche nichts mehr, oder? Ich weiss es jetzt und ich kann es und ich so selbstzufrieden. Es ist interessant, dass Jesus auch in diesen Seligpreisungen, wo es um die inneren Werte geht, auch immer im Fokus hat, dass Pharisäer da sind, wo genau das Gegenteil gelebt haben. Äußere Frömmigkeit, zur Schau stellen, die Fassade polieren, oder? Dass alle Leute sehen, aber auf der anderen Seite ungerecht umgegangen sind mit ihren Leuten, Druck gemacht haben, sie abgedrückt haben mit Gesetzen und Hunderten und Tausenden von Gesetzen, die gar nicht nötig gewesen wären. Das ist ein Gegenentwurf, den Jesus da bringt. Es geht um die inneren Werte, es geht nicht um das Fassade polieren und das gute Dastehen bei anderen. Lasst uns Menschen sein, und das sage ich auch zu mir, die lernbereit bleiben, die offen bleiben, die hungrig bleiben, bis zu unserem letzten Schnuff. Und ich habe manchmal das Gefühl, so die ganze Corona-Zeit, die bald zwei Jahre, hat uns auch irgendwie müde gemacht, hat uns passiv gemacht. Viele haben einen Schritt zurück gemacht.
Das beobachten wir nicht nur in den Kirchen, sondern auch in vielen Vereinen, wo einfach die Leute fehlen jetzt, oder? Wo wie nicht zurückkommen. Da haben wir als Kirche noch sehr viel Gutes, dass eigentlich praktisch alle einfach wieder da sind und mitziehen. Aber viele haben sich zurückgezogen, das kann man an vielen Orten beobachten, auch von der Gemeinschaft zurückgezogen, haben sich an Online-Predigten gewöhnt. Ich bin froh, dass wir keinen Livestream mehr haben, oder? Dass wir im letzten Sommer aufgehört haben und dann können sagen, Leute, ich komme wieder da an, wir wollen Gemeinschaft haben. Und mich haben die beeindruckt, die auch während dem Livestream, oder? Sogar nach dem Livestream daheim oder angekommen sind, um Gemeinschaft zu haben, obwohl es keinen Kaffee gegeben hat zu dieser Zeit, oder? Das waren meine Vorbilder gewesen. Unglaublich. Und mich macht es traurig, wenn ich Leute sehe, die ihre eigenen Überzeugungen so hoch gewichten, dass Gemeinschaft eigentlich nach am Schluss viel weniger wichtig ist. Dass sie lieber daheim bleiben, als unter den gegenwärtigen Regeln Gottesdienst zu besuchen. Dabei ist wieder so viel möglich. Und es kommt ein guter Frühling. Ich bin überzeugt, wir werden einen guten Frühling und Sommer erleben. Und ich bin sehr, sehr hoffnungsvoll. Aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, weil wir uns oft mit den falschen Sachen füllen. Wir füllen uns oft mit den falschen Sachen. Das ist, wie wenn du am Mittag heimfährst und überlegst, ob deine Frau oder deine Mutter oder dein Mann etwas Feines gekocht hat und du bist nicht sicher. Und dann gehst du in den nächsten Supermarkt und kaufst den Berliner und Energy und irgendwelche Biscuits. Und auf dem ganzen Heimweg, anstatt dass du das Heim nimmst, um als Dessert zu geniessen, isst du auf dem ganzen Heimweg die Süßigkeiten, oder? Und füllst dir deinen Bauch mit lauter süße Sachen. Und wo du heimkommst, merkst du, dass deine Frau dein Lieblingsessen gekocht hat. So dumm, oder? So schade, weil jetzt hast du keinen Hunger mehr. Du hast deinen Bauch schon gefüllt mit Berliner. Und etwa nach dem dritten magst du einfach auch das beste Essen nicht mehr, das beste Lieblingsessen nicht mehr, weil du hast schon zu viel im Bauch. Du hast keinen Appetit mehr. Du hast deinen Bauch gefüllt mit den falschen Sachen und auf Tour zahlst du sogar noch einen Preis, oder? Wenn dich eine längere Zeit ungesund ernährst. Und genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Es gibt gute Nahrung, gesunde Nahrung. Über das haben wir im letzten Bibelseminar geredet. Was uns gut tut, was uns nicht so gut tut, was einseitig ist, was uns satt macht und was nicht. Eins ist sicher, Sünde. Sünde sieht immer gut aus, oder? Sieht verlockend aus, aber es befriedigt uns nicht, es macht uns nicht satt. Wir brauchen immer mehr davon. Wir kommen in Abhängigkeiten rein, wir werden süchtig davon. Und es ist spannend, wie der Hebräerbriefschreiber über Mose schreibt und sich erinnert, wie er als Kind am Hof vom Pharao aufgewachsen ist, aber sich nicht hat da reingegeben in den heidnischen ganzen Betrieb, sondern sein Herz verbunden war mit seinem Volk, mit den Israeliten, die als Sklaven 400 Jahre in Ägypten waren. Und wie von ihm steht, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Mose als ein Vorbild. Er war kein fehlerloser Mann, mit Ecken und Kanten. Nachher hat er einen Ägypter umgebracht. Aber Gott hat ihn gebraucht und er wird als Vorbild, auch als Vorbild im Glauben, im Hebräerbrief erwähnt. Ganz ein eindrücklicher Vers finde ich da, wo der Prophet Jesaja, wo Gott durch ihn seinem Volk sagt, und ich so aktuell finde, auch für uns, Gott sagt, auf ihr Durstigen. Es ist gut, wenn du Durst hast. Es ist gut, wenn du Hunger hast. Kommt her zum Wasser. Kommt zu mir. Das ist das, was später auch Jesus gesagt hat. Ich möchte deinen Durst stillen. 750 Jahre später sagt Jesus genau das, wo der Prophet da schon mal sagt, kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum gebt ihr euer saures verdientes Geld aus für Brot, das nicht taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Gott sagt zu uns, es ist Zeit für eine andere Mahlzeit. Es ist Zeit für etwas, das dich wirklich satt macht. Und vielleicht hast du dich bis jetzt noch zurückgehalten, oder? Und hast gar nicht so richtig zugegriffen. Und dann mache ich dir Mut, heute Morgen an Gottes Buffet kräftig zuzugreifen, weil es gesunde Nahrung ist, was er dir möchte geben. Und vielleicht denkst du, ja, ich weiss nicht so recht, ich brauche das nicht. Ich will nicht extrem werden. Ich weiss doch selber, was für mich am besten ist. Der Bibelfood da ist irgendwie
schwerverdaulich, verstand vieles nicht. Es lenkt doch einfach ein bisschen christlich zu denken, oder? Ein bisschen christlich zu denken, Jesus als Vorbild zu haben. Aber damit werden wir nicht satt, meine Freunde. Damit werden wir nicht satt. Und es ist so schade, wenn wir die beste Mahlzeit von unserem Leben verpassen. Und für mich ist immer wieder auch so ein Punkt Mitarbeit. Mitarbeit ist etwas für mich in der Gemeinde, wo mich weiterbringt. Das habe ich auch schon so erlebt, als ich noch nicht Pastor war. Als ich die Jugendarbeit geschafft habe, die Kinderarbeit, mich reingegeben habe. Da wirst du gefordert. Da wirst du wirklich gebraucht. Deine Gaben kannst du einsetzen. Du erlebst Höchst und Tiefst. Du erlebst Durchstrecken. Aber dein Charakter wird geprägt. Du wirst verändert von Gott. Und ich mache euch Mut, wenn ihr euch noch Fragen sind, wo ihr mithelfen könnt. Schaut die Stellenbörse nach, kommt auf uns zu. Wir helfen euch gerne, weil ich merke, die Mitarbeit macht etwas mit uns. Wir werden wirklich verändert da drinnen. Wir kommen weiter. Vielleicht ist auch ein Grund, warum du noch nicht zugeschlagen hast bei Gott, dass du seine Güte noch gar nie wirklich so erlebt hast. Einige von uns sind wie ich aufgewachsen, so ein bisschen gesetzlich geprägt vom Christsein her. Wir haben schon früh gelernt, ich muss das machen und ich muss so lange Bibel lesen jeden Tag und dass Gott mit mir zufrieden ist und ich muss diese Regeln befolgen. Und im Laufe von meinem Leben habe ich gemerkt, das, was mich wirklich verändert und das, was mich wirklich weiterbringt, ist Gottes Güte und ist Gottes Gnade. Das bringt mich weiter. Das treibt mich an in einer guten Art, ohne Zwang, sondern führt mich in eine Freiheit hinein. Es ist nicht unsere eigene Anstrengung, die uns verändert, sondern es ist Gottes Gnade. Das wäre für uns am Kreuz da hat. Und ich habe kürzlich das Buch gelesen von Johnny Fisher, ich bin auch Jonathan. Hat es jemand von euch gelesen? Hat es noch niemand gelesen? Ich mache euch Mut. Ah, dahin ist jemand, der es gelesen hat. Ich mache euch Mut. Ein super Buch. Ich finde es sehr gut, wie er ehrlich schreibt. Ich habe das Buch gekauft, weil ich fast in einem Nachbardorf von ihm aufgewachsen bin, in Baselbiet. Und er schreibt unglaublich, also ich bin auch Fan von so einem Gabaret-Duo, Divertimento natürlich, muss ich auch sagen. Aber ich bin fast am gleichen Ort aufgewachsen. Und er schreibt ganz ehrlich in diesem Buch, wie er seine Kindheit erlebt hat, in einem christlichen Elternhaus. Sein Vater war Ältester in einer Krishona-Gemeinde, neben meiner Gemeinde. Und irgendwann war ihm die Krishona-Gemeinde zu wenig radikal. Irgendwann hat er gesagt, so, jetzt müssen wir etwas Eigenes machen. Das ist da zu viel Wischiwaschi-Zeug da, der Krishona. Und dann hat er eigene Hauskirche gegründet. Und in dieser Hauskirche bin ich einmal gewesen, weil meine Schwester da war und ihre Mann. Sie sind da über viele Jahre gewesen. Und ich war auch einmal gewesen, in der Stube von dieser Familie. Ich mag mich nicht mehr erinnern, ob der Johnny dabei war. Ich weiss, dass seine Kinder, die drei Jungs, da Gitarre gespielt haben und so Lobpreis gemacht haben. Und mich hat es berührt und angesprochen. Und ich dachte, ja, ich will auch mehr mit Gott. Und so radikale Nachfolge und so. Und ich habe dann aber gleich irgendwie gespürt, irgendwie habe ich gespürt, das ist nicht gesund. Ich gehe wieder zurück in meine Krishona-Gemeinde. Meine Schwester ist da geblieben, sie sind viele Jahre da gewesen und ihre Mann. Die sind am Schluss völlig kaputt gewesen. Wirklich ausbrennt. Burnout. Absolut. Die Hauskirche ist dann zerfallen. Nach etwa 10 Jahren. Und der Johnny Fisher schreibt in diesem Buch, wie er mit 15 ausgestiegen ist. Aus dieser Kirche. Und angestanden ist und gesagt hat, ich komme nicht mehr. Absolute leistungsradikale, ungesunde Kirche, wo es um Druck gegangen ist. Der Vater, das beschreibt er auch, ist wirklich auch psychisch krank gsi, er beschreibt das in diesem Buch, und der Johnny hat sich so gesehnt nach Liebe. Und hat von seinem Vater so viel Druck erlebt. So viel, dass ihm der Glaube völlig abgelöscht hat. Völlig. Und gleich ist spannend in diesem Buch zu lesen, auch mit seiner Homosexualität und allem. Er ist immer noch am Suchen. Aber der Leistungsdruck hat ihn dermassen geprägt, dass er bis heute, das beschreibt er sehr offen, auch heute auf der Bühne, er gibt 200%, er powert sich aus, um bei den Leuten anzukommen und beliebt zu sein. Und weil er gelernt hat, wenn ich mich anstrenge, komme ich Liebe über. Oder? Das ist tief drin in ihm. Und ich merke, er ist immer noch auf der Suche. Und ich würde ihm so gerne einen Brief schreiben. Ich bin wirklich am Betten, wie ich das machen soll.
ihm sagen, Johnny, ich würde dir so gern noch eine andere Seite von Gott vorstellen. Eine Seite von Gottes Liebe, dass du geliebt bist, egal was du gemacht hast, dass du angenommen bist, dass du nicht Druck musst erleben. Meine Schwester hat wirklich gesagt, so im Rückblick, die hat viele Jahre gebraucht und ihrem Mann, bis sie wieder in die Kirche gegangen sind. Die haben wirklich viel, viel Therapie gebraucht. Sie sind so kaputt gewesen und haben gesagt, das ist geistlicher Missbrauch gewesen, was wir da erlebt haben. Und das macht mich so traurig, wenn ich erlebe, wie Leute, die es eigentlich gut meinen, Christen, oder? Anderen so könnten Ablöscher geben, durch ihre Gesetzlichkeit, durch ihr ungesunde, einseitige, radikale Christsein. Und wenn ich mich selber hinterfrage, oder? Und sage, wie tue ich meinen Kindern den Glauben vermitteln? Mit Liebe, mit Güte. Da stelle ich durchaus an mir selber die Frage. Und der David schreibt im Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Dass er freundlich ist, dass er grosszügig ist. Glücklich ist der Mensch, der ihm vertraut. Und ich kann nur sagen, probier's aus, wie gut Gott ist. Du weißt gar nicht, was verpasst ist, wenn du die Güte von Gott noch nie erlebt hast. Im Epheserbrief entfaltet das der Paulus. Meine Mädchen, der B und Salomo, sind in der Schule gerade am Volumen berechnet. Darum ist mir der Vers auch so in Sinn gekommen. Es geht um Breite, Länge und Höhe, oder? Er schreibt, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Das ist so riesig, sagt der Paulus, oder? Das kannst du nicht fassen. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Und ich lade dich ein, die Liebe und die Fülle von Gott zu erleben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr Fülle erlebt. Damit ihr könnt satt werden könnt, damit ihr ein erfülltes Leben könnt haben. Das heisst nicht ein Leben ohne Probleme und Schwierigkeiten, nein. Das haben wir in der zweiten Seligpreisung eindrücklich gehört von Martin. Das heisst, ein Leben, wo ich satt werden kann, im guten Sinn. Wo ich meinen Hunger und Durst bei Gott stillen kann. Wo mein Herz zur Ruhe kommt, weil es Gott gefunden hat. Und die Entscheidung liegt bei dir. Und das ist das, was ihm Johnny Fisher möchte sagen, dass Gott mit offenen Armen dasteht. Er betet jetzt zum Universum, oder? Er dankt im Universum. Du merkst, er ist immer noch dran, oder? Und ich möchte ihm sagen, Gott steht da mit offenen Armen für dich und erwartet. Und er wartet auf dich. Und er möchte uns das schenken, was uns niemand schenken kann. Auch kein Reichtum, auch kein beruflichen Erfolg, auch keine Beziehung, auch keine 1000 Frauen, oder? Sinn, Erfüllung und ein Ziel im Leben, das wirklich trägt, auch in den Stürmen. Und Stürme erleben wir alle. Jesus sagt, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Aber ich komme jetzt im letzten Punkt drauf. Ja, was ist denn Gerechtigkeit? Und ich bin froh zu wissen, dass Jesus einmal wird für Gerechtigkeit sorgen. Wenn nicht auf dieser Welt, dann in der Ewigkeit. Es wird ein Gericht geben und da wird für Gerechtigkeit gesorgt. Gerechtigkeit im biblischen Sinn bedeutet, gerecht sein vor Gott. Gerecht sein vor Gott. Und der Paulus entfaltet das im Römerbrief so wunderbar, wenn er schreibt, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist ein Zitat aus dem Prophet Habakuk. Der hat das schon gesagt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und dann Römer 3, Vers 25 geht es weiter. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, Golgatha, und sein Leben für uns geopfert hat. Um das geht's. Wir werden gerecht vor Gott, nicht durch unsere eigene Anstrengung, und das wissen wir eigentlich. Und trotzdem ist es gut, uns das immer wieder bewusst zu werden. Wir werden gerecht vor Gott, indem wir das für uns persönlich annehmen. Indem wir es annehmen, was er am Kreuz für uns da hat. Die Bibel sagt dem Glauben. Die Bibel sagt dem den Schlüssel packen, oder? Das ist für mich so ein wunderbares Bild für Glauben.
Du kannst noch viel sagen, das Haus ist schön und das Auto ist schön, aber du merkst es erst, wenn du den Schlüssel nimmst und reingehst und das Auto anlässt oder ins Haus reingehst. Du brauchst den Schlüssel. Der Glaube ist der Schlüssel. Oder das Geschenk auspacken. Das ist für mich auch so ein Bild für den Glauben. Das Geschenk, das Jesus jedem Menschen anbietet, entgegenzunehmen und nicht sagen, nein, danke, ich habe schon genug, sondern danke, Jesus. Ich möchte es für mich auspacken. Ich möchte es für mich persönlich in Anspruch nehmen. Römer 5, Vers 9 bis 11, der Paulus schreibt, und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Dass wir nicht durch unsere eigene Leistung mal mit anstand sagen, ja, ich bin aber getauft und konfirmiert und ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich habe so viele Punkte gesammelt. Es gibt so ein cooles Anspiel, wo du 20'000 Punkte sammeln musst. Ich habe das mal aufgeführt. Du kommst so in die Ewigkeit und dann heisst es, zum Reinkommen in den Himmel musst du 20'000 Punkte haben. Und dann fangen die Leute an, von aufzählen. Also, Gottesdienst besucht, tauft, konfirmiert, gibt auch 10 Punkte. Und christliche Heiraten gibt auch nochmal 10. Kind christlich erzogen. Aber du kommst nie auf 20'000. Du kommst einfach nie auf. Und dann wird er richtig ein bisschen verrückt, weil er sagt, ja, ich habe doch so viel gemacht. Und dann kommt jemand anders rein und sagt, da, ich habe einen Gutschein für 20'000. Gut, kannst du rein. Und der andere steht da und versteht die Welt nicht mehr. Wieso hast du einen Gutschein? Weil Jesus für mich das gemacht hat. Und das finde ich so eindrücklich. Wir müssen nicht einfach aufrechnen, unsere eigene Leistung, sondern das Geschenk von Gott für uns annehmen. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung zu ihm. Um eine persönliche Beziehung. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, haben wir das Wichtigste im Glauben verstanden. Dass es um Beziehung zu ihm geht. Und in dieser Beziehung zu wachsen. Nicht zurückzulehnen und auf den Himmel zu warten, oder? Sondern zu sagen, Jesus, du hast alles für mich gegeben. Und ich möchte wachsen. Ich möchte in diesem Glauben weiterkommen. Ich möchte dir näher kommen. Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht um christliches Denken. Es geht nicht um meine Leistung. Es geht um eine persönliche Beziehung mit ihm. Das ist das Fazit vom Römerbrief und vom ganzen, eigentlich von der ganzen Bibel. Wir werden gerecht vor Gott, indem wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Das haben wir auch in diesem Lied vorher so wunderbar ausgedrückt. Auch in einem geistlichen Kampf, wo wir drin sind. Es ist die Gegenwart von Gott. Er umgibt uns. Er umgibt uns. Und wir kämpfen auf unseren Knien. Wir müssen uns nicht verteidigen und austeilen, sondern wir gehen ins Gebet. Er kämpft für uns. Und ich will in die Beziehung zu ihm investieren. Das ist das Menü, das ich dir heute Morgen möchte. Servieren, wo ich dich lustig machen möchte, damit du kannst satt werden und du kannst frei entscheiden, ob du das möchtest. Und so viele von euch haben das schon gemacht, haben schon Ja gesagt. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, mache ich dir Mut heute Morgen. Sag Ja zu dem. Sag Jesus, jawohl, ich möchte die Gerechtigkeit von dir in meinem Leben, dass ich vor Gott gerecht sein kann, mich nicht selber abmühen muss, sondern dass du mir den Gutschein gibst mit diesen 20'000 Punkten. Ich finde das ein schönes Bild. Heute wird ja vieles vermischt. Jeder versucht, sich sein eigenes religiöses Menü zusammenzustellen. Das ist so modern, oder? Ein bisschen christliches Denken von der Bergpredigt, ein bisschen christliche Nächstenliebe kann nie schaden. Ein bisschen Philosophie, ein bisschen sanfter Buddhismus mit esoterischer Soße. Und fertig ist unser Menü, oder? Und jeder tut es selber zusammenstellen. Und jeder sagt, die Hauptsache stimmt für mich. Und Jesus tut das Tutti Frutti einfach so vom Tisch wischen, indem er sagt, ego eimi, ich bin, ego eimi ist eigentlich eine Verdoppelung auf Griechisch, ich bin, man kann übersetzen, ich und niemand anders, bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Warum? Weil unser Lebenshunger gestillt ist. Und spannend ist, dass Jesus das sagt, kurz nachdem er über 5'000, wahrscheinlich 10'000 Leute zu essen gegeben hat, Brot und Fisch gegeben hat. Zuerst hat er ihnen die Nahrung gegeben, dann sagt er, und übrigens, ich bin das Brot vom Leben. Ihr müsst euch überlegen, wie das diesen Leuten eingefahren ist. Jesus ist das wahre Lebensbrot. Er stillt unseren Lebenshunger. Bei ihm werden wir wirklich satt. Und dann lesen wir eindrückliche Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Müsst ihr wieder einmal durchlesen. Wo schon mit 6 Männern in einer Beziehung war.
aber nicht glücklich geworden ist, immer verletzter war, innerlich leerer geworden ist. Und Jesus sagt ihr, kannst du mir Wasser geben? Und dann kommen sie miteinander ins Gespräch. Und Jesus sagt zu ihr, wer das Wasser da von diesem Brunnen trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Weil das Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Und diese Frau, die können aufhören zu suchen. Diese Frau hat in Jesus das gefunden, was sie gesucht hat, wo ihr die 6 Männer nicht geben konnten. Und diese Frau wird zu einer Evangelistin. Die geht zurück in ihr Dorf, die holt die Leute zu Jesus und zeigt, dass er ihr Leben verändert hat. Und es heisst in Johannes 4, viele Leute von dieser Stadt in Samaria, die verhasst waren von den Juden. Und dass Jesus überhaupt mit dieser Frau geredet hat, war ja schon völlig gegen die damaligen Gesetze. So viele Leute sind da zum Glauben gekommen. Durch diese Frau, die so ein schwieriges Leben hatte. Und das macht mir extrem Mut. Auch mit unseren schwierigen Umständen. Wenn wir bei Jesus satt werden können, wenn wir bei ihm die Fülle entdecken, wenn bei ihm unseren inneren Hunger und unseren Hunger nach Leben und nach Sinn gestillt wird, wie viel kann Gott aus unserem Leben machen? Wie viele Menschen kannst du, kann ich noch zu Jesus führen? Ihm erzählen? Wir sind alles Bettler, hat Martin Luther mal gesagt. Oder wir sind alles Bettler, aber wir wissen, wo wir unseren Hunger stillen können. Nämlich bei Gott. Bei Jesus, wo das Brot vom Leben ist. Wenn das nicht aufregend ist, dann weiss sie auch nicht. Das ist wirklich genial. Und Jesus möchte dich und mich dazu brauchen. Nächsten Sonntag geht es weiter mit der 5. Seligpreisung. Der Dani wird über das den Predigen. Selig sind die Barmherzigen. Ich hoffe, dass du wieder dabei bist. Nächsten Sonntag. Und ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gekommen bist, um unseren Hunger und Durst zu stillen, Jesus Christus. Du hast gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Und ich danke dir, dass wir durstig bleiben in dem Sinn, dass wir eine Sehnsucht haben zu dir, dass wir wachsen in dieser Beziehung zu dir. Aber dass unser tiefster Hunger und unsere tiefste Sehnsucht nach Nähe, nach Liebe von dir gestillt worden ist. Ich danke dir für das Geschenk. Und ich danke dir, Herr, dass du auch über Gerechtigkeit wirst sorgen. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht auf unsere Gerechtigkeit ankommt, dass es nicht auf unsere Leistung ankommt, sondern dass du uns gerecht machst, Jesus. Dass du uns gerecht machst vor Gott, durch dein Sterben am Kreuz, durch dein Blut, durch deine Vergebung. Danke, Herr. Und ich bitte dich für den Johnny Fischer, dass er das irgendwann erkennen darf. Begegne du ihm, Herr. Er ist immer noch auf der Suche. Und ich bitte dich für jedes von uns, der das noch nicht gefunden hat, dass du ihm hilfst, Ja zu sagen zu deinem mega Menü, wo du uns zur Verfügung stellst, dass du unseren Hunger möchtest stillen. Ich danke dir, Jesus, dass wir bei dir dürfen zur Ruhe kommen und dass wir näher zu dir dürfen kommen und dass unsere Beziehung zu dir tiefer wachsen. Amen.